Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. In der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft und haben Tatooine hinter uns gebracht. Und jetzt geht es nach Alderaan. Und da müssen wir ja unseren alten Meister suchen. Der ist ja anscheinend verschwunden oder hat Probleme oder ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Alderaan ist hier. Von Stufe 28 bis 32, das ist immer auch noch ein bisschen überlevelig, aber das passt ja. So, Holo-Terminal deines Schiffes benutzen, das geht wahrscheinlich gleich automatisch. Sag ich ja. General, ich bin auf Alderaan. Habt ihr etwas von Meister Orges gehört? Negativ. Bei dem Chaos hier ist es ein Wunder, dass überhaupt Nachrichten durchkommen. Alderaan ist ein Kriegsgebiet. Die Adligen kämpfen darum, wer das Sagen hat. Und ob dieser Planet sich mit der Republik oder mit dem Imperium verbünden soll. Okay. Alderaan ist neutral? Ich dachte, Alderaan sei schon ein Planet der Republik. Als wir den Vertrag von Coruscant unterzeichneten, sind die erklärten Gegner der Republik auf Alderaan formell aus ihr ausgetreten. Leider haben ein paar Adlige diesen Umstand genutzt, um sich mit dem Imperium zu verbünden. Meine Männer haben die Todessiegelwaffe entwickelt, um diesen Konflikt mit äußerster Präzision beizulegen. Ein außergewöhnliches Gerät. Es markiert Ziele mit einem mikroskopisch kleinen Sender. Nicht zu erkennen. Es erfasst Ziele auf dem ganzen Planeten. Die Zielkoordinaten werden an einen konzentrierten Laserstrahl übermittelt, der Ziele aus riesiger Entfernung ausschalten kann. Hört sich barbarisch an. Seit wann gibt sich die Republik mit Attentaten ab? Wenn ich Millionen Leben durch den Tod eines Mannes retten kann, betätige ich nur zu gerne den Abzug. Das Todessiegel hat aber einen entscheidenden Nachteil. Die Reichweite der Zielvorrichtung ist extrem begrenzt, nur etwa 20 Meter. Sobald ein Ziel markiert ist, kann der Laser es jedoch aus jeder Entfernung treffen. Ich fürchte, unsere Bemühungen, die Waffe zu bewachen, sind gescheitert. Die letzte Übertragung von Meister Orges stammt aus dem Palast Organa. Danach nichts. Nach dem, was Meisterin Kiwiks passiert ist, bin ich sicher, dass Orges in Gefahr ist. Oh ja. Count Alde war der Letzte, der Meister Orges gesehen hat. Er finanziert das Todessiegelprojekt zusammen mit uns. Ich habe versucht, den Count über eure Ankunft zu informieren, aber die Kommunikation ist ausgefallen. Berichten zufolge sind mehrere Holostationen zerstört worden. Das gehört zur Standardtaktik der Imperialen. Das Haus Organa kann nicht genug Truppen bereitstellen, um die Holostationen wieder zu aktivieren. Vielleicht könnt ihr helfen? Ich stelle die Kommunikation wieder her und suche dann Count Alde auf. Ich übermittle euch die Koordinaten der Holostationen. Wenn ihr sie wieder instand setzen könntet, würde das die Verteidigung von Haus Organa stärken. Ihr findet Count Alde in der Botschaft beim Palast Organa. Viel Glück! Alles klar. Ende. Dann wissen wir ja jetzt, was wir zu tun haben. Sprich mit Count Alde und da haben wir noch eine Bonusmission. Und zwar diese Holostation zu reparieren. Dann hätte ich gesagt, landen wir doch erstmal auf Alderaan. Halt. Beinahe vorbeigerannt. Ja, geht's rein.
Puh, ganz schön langer Ladebildschirm. Aber nette Musik. So, da sind wir. Moment, das habe ich ganz vergessen umzuschalten. So, jetzt aber. So, dann mal raus hier aus dem Raumhafen und dann schauen wir uns mal um, wo wir genau sind und wo wir hin müssen. Und ob wir gleich wieder angesprochen werden, um irgendetwas zu machen hier, eine Planetenaufgabe quasi. Ja, die Raumhäfen sind auch. Die oberste Kanzlerin mahnt alle Bürger zu größter Vorsicht, solange die Rakul-Gefahr besteht. Es sollten unbedingt alle von Dorn herausgegebenen Sicherheitsrichtlinien beachtet werden. Das ist ein eigenes Rakul auf Alderaan, okay. Naja, egal. Ah, da haben wir auch schon gleich eine Quest. Haile Organa, Handlungsbogen Alderaan. Sehr schön. Verehrter Jedi, bitte, ich habe eine dringende Nachricht aus dem Organa-Palast. Was habt ihr für mich? Ich stelle die Nachricht durch. Ich würde sagen, wir stehen zur Verfügung. Wir wollen ja diese Quest auch machen. Ich bin auf Befehl des Hohen Rats der Jedi hier. Was benötigt ihr? Ich verstehe nicht. Was sind das für Häuser? Puh. Ihr müsst die Tool-Einheiten aufhalten, bevor sie diesen Ort in einen Krater verwandeln. Und das mit allen Einwohnern. Ich kann sie aufhalten. Könnt ihr mir noch mehr erzählen? Ich habe mehrere Tool-Soldaten auf meinem Weg hierher gesehen. Mehr weiß ich nicht. Ihr müsst verhindern, dass sie uns in die Luft jagen. Das ist schon ziemlich heftig mit allen Einwohnern und alles. So, wie sieht's denn jetzt aus? Oh, Moment mal. Ja, hier sind die Heldenquests. Nehmen wir mal einfach mal alle an hier. So. Ah ja, das hier sind diese Sachen, diese drei Dinger, wo wir reparieren müssen. Okay. Da müssen wir für unsere Dings hin. Das ist da hinten. Das ist eine Heldenquest. Okay. Aber erst schauen wir mal den Briefkasten an. Wo ist er denn? So, eine Nachricht ist auf jeden Fall von mir, das weiß ich. Da habe ich nämlich mir noch was geschickt. Und Kanus Orden, das Leben nach Zerka. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich euch schreibe, aber ich wollte Danke für alles sagen, was ihr auf Tatooine getan habt. Ich weiß, dass der SID alles versucht hat, um mich zu beschützen, aber Faula und ich wären tot, wenn ihr nicht gewesen wärt. Und wer weiß, womit Zerka durchgekommen wäre. Heute war mein erster Tag, an dem ich vor dem Senat über Zerkas Aktivitäten privat ausgesagt habe. Morgen geht es weiter. Dann kommen die öffentlichen Anhörungen. Das ist nun mein ganzes Leben. Fowler sagt mir immer wieder, dass der SID Spezialisten braucht, die Überweisungen zurückverfolgen können. Vielleicht habe ich eine neue Karriere in Aussicht. Zerka ist nicht am Ende, aber wir haben ihn Ärger gemacht. Passt gut auf euch auf. Die Galaxis ist zu gefährlich, um euch zu verlieren. Und wir bekommen was mit Technologie. Nett. So, jetzt aber als allererstes mal die republikanischen Erinnerungsstücke. Und dann holen wir mal T7.
Und du kriegst jetzt auch ein bisschen was. So. Gut, nachdem das alles erledigt ist, schicken wir die doch gleich mal wieder auf Gefährtengeschenkesuche. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Und hier können wir gleich noch ein paar Sachen verkaufen. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Und natürlich reparieren. So. Bisher konnten wir, glaube ich, alles verkaufen. Ich glaube, den da kann ich verkaufen. Ja, ich glaube, so ist es ganz gut. So. Hat mich sehr gefreut. Und damit haben wir ein ziemlich leeres Inventar wieder. Das ist ziemlich gut. Guter Start für einen neuen Planeten. Dann lasst uns mal diese Bonusmission erledigen. Und ach, schaut euch das mal an. Wunderschöne Gegend. Ja. Wunderschöne Gegend, oder? Ist noch einer da? Ist ja gar keiner mehr da. Sowas aber auch. Sehr gut. Dann zum nächsten Teil. Den machen wir jetzt alle durch. Boah, ein wunderschöner Brunnen. Schade, dass der in so einer kaputten Gegend gerade hier steht. Naja, schauen wir mal, dass wir dafür sorgen, dass diese Gegend nicht mehr so lange kaputt ist. Die Macht ist mit dir. Da fällt mir ein, ich sollte mich vielleicht auch noch buffen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, oder? So, wo muss man jetzt hin? Das hier sind... Ach. Die Bonusquest. Die hat gar nichts damit zu tun gehabt, ja. Das ist eine ganz andere Bonusquest. Na, auch nicht schlecht. Hier kann man doch auch noch was machen, oder? Ah. Das sind diese Dinger, die man da entschärfen muss. Okay, da drüben ist nochmal einer. So. Ja, die hätte ich jetzt beinahe übersehen. Okay, Bonusquest Hammer. Dann fehlt tatsächlich jetzt nur noch ein Teil. Eine von diesen Ladungen. Haben wir da vorne vielleicht? Da ist doch noch was. Die nehmen wir doch gleich mit. Ah.
So. Sehr schön. Und jetzt sollen wir uns bei jemandem melden. Ah, das ist hier hinten. Okay, aber als allererstes natürlich noch dieses zweite Teil hier ausschalten. So, sehr schön. Bonusmission abgeschlossen. Dann gehen wir doch gleich mal in den Palast hinein. Das war, glaube ich, hier, genau. Wow, was war das? Auf einmal einen schwarzen Bildschirm? Keine Ahnung. Auf einmal habe ich einen schwarzen Bildschirm gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so in der Aufnahme drin ist, aber wahrscheinlich schon. Und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Aufnahme scheint jedenfalls noch zu gehen. Wir sind hier richtig, oder? Ja, ich denke jetzt mal richtig. Und, oh, haha, ist das ein Palast. Haus Organa, da ist die Kantina. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz noch reingehen. Wow. Ach, das ist dieses komische Event, das hier gerade ist. Irgendein komisches Event, das gerade hier ist. Aber eigentlich will ich mich mit denen gar nicht groß beschäftigen. Eigentlich will ich lieber die Hauptstory weitermachen. Wow, und die ganzen Berge, und es ist doch wirklich ein wunderschönes Teil hier. Ach ja. Müssen wir eigentlich jetzt genau hin? Ah, da hoch, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Ah ja, ganz da hinten hin. Na gut. Machen wir das doch mal so. Count Alde? Ich arbeite mit Meister Augustin. Ich bin wegen des Todessiegelprojekts hier. Ja, vielen Dank für die Wiederherstellung unserer Kommunikation. Elena, erzählt dem Jedi, was ihr mir erzählt habt. Ich habe in der Todessiegelforschungsanlage gearbeitet. Wir haben Routinetests durchgeführt, als plötzlich imperiale Truppen durch unsere Sicherheitstüren gebrochen sind. Sie hatten einen abscheulichen kleinen Mann dabei, einen Sith, glaube ich. Wenn das ein Sith war, ist es ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Ich wäre tot, wenn der Jedi nicht gewesen wäre. Bevor irgendjemand wusste, was überhaupt geschieht, hat ein einziger Jedi alle imperialen Truppen ausgeschaltet. Meister Orges macht keine halben Sachen. Es tut mir leid, aber der Jedi hat nicht überlebt. Der Sith war zu stark. Erst ist er verschwunden und dann wieder aus den Schatten gesprungen. Er hat euren Freund überrascht und ihn von hinten erstochen. Es war schrecklich. Seid ihr sicher, dass Meister Orges getötet wurde? Niemand hätte das überleben können. Als der Jedi fiel, rief der Sith Verstärkung herbei. Aber keine Imperialen, sondern Killix. Das sind intelligente, menschengroße Insekten, die im Untergrund leben. Fleischfresser, schreckliche Biester. Wie hat der Sith mit ihnen kommuniziert? Oh, sie sind ziemlich hochentwickelt. Das macht sie so gefährlich. Die Viecher sind nur so in die Anlage gestürmt und haben alle in Fetzen gerissen.
Ich bin weggerannt. Ihr hättet nichts tun können. Dankt den Sternen, dass ihr überlebt habt und uns diese Nachricht überbringen konntet. Der Sith kontrolliert jetzt das Todessiegel. Wen könnte er als Ziel ausgewählt haben? Das hört sich überhaupt nicht gut an. So wie ich das sehe, können die Ziele nur aus direkter Nähe gewählt werden. Stimmt, aber dieser Sith, ich glaube, der kann überall hin, wohin er möchte. Win Organa organisiert Friedensgespräche mit den anderen Häusern. Vielleicht will der Sith... Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt wissen wir, wer das war. Aber... Puh. Das ist nicht so gut. Der muss irgendwo draußen markiert worden sein, aber warum ausgerechnet wurde er ja jetzt hat, oder? War der Sith gerade hier sogar anwesend? Ich habe einen Weg gefunden, Ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Kulturartefakt? Nee, brauchen wir für später irgendwann. Oh, Moment. Das hier ist alles zum Verkauf. Nee, das ist auch nicht zum Verkauf. Das ist nicht zum Verkauf. Das auch nicht. So. Jetzt lasst uns erstmal das hier starten. Puh. Also ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt umkommt. Wenn, dann hätte ich gedacht, dass wir vielleicht noch was machen können, aber... Puh. Das war der Todessiegel-Laser. Er hat Count Alder getötet. Es ging so schnell. Ich habe die Gefahr nicht kommen sehen. Wir müssen hier raus. Es ist nicht sicher. Wir werden alle sterben. Der Count! Hier, ihr, Hände hoch! Nehmt ihnen die Waffen ab, Leute! Das Gebäude muss abgeriegelt werden! Wir haben ihn nicht getötet. Wir sind hier, um zu helfen. Rücken an die Wand und Hände hoch. Das ist die letzte Warnung. Seid ihr verrückt? Sie ist ein Jedi-Ritter. Wir haben nichts damit zu tun. Wir werden eure Identitäten und Alibis später überprüfen. Wenn es stimmt, was ihr sagt, werdet ihr freigelassen. Die Langstreckenkommunikation wurde wiederhergestellt. Es sollte nur ein paar Tage dauern, die Sache zu klären. Ein paar Tage? Ein Sith versucht, Alderaan zu vernichten. Ich muss ihn aufhalten. Bitte, lasst den Jedi gehen. Ihr könnt mich festnehmen. Reicht euch das? Wenn ihr ein Jedi seid, können wir euch wohl sowieso nicht aufhalten. Ich lasse euch gegen euer Ehrenwort gehen. Diese Frau wird in sicherer Verwahrung bleiben, bis ihr wiederkommt. Ich brauche ihr Wissen, um meine Mission zu beenden. Sie kommt mit mir. Ich bin hier sicherer. Ihr könnt mich über Holo erreichen, wenn ihr mich braucht. Wir waren mehr als fair. Versucht nicht, uns zu drängen. Ihr müsst das Todessiegel finden, bevor dieser Sith wieder jemanden tötet. Hier sind die Koordinaten der Forschungsanlage. Zumindest das, was übrig ist. Ich hoffe, ihr findet etwas Nützliches. Seid vorsichtig, Jedi. Ja, das hoffe ich auch, dass wir was Nützliches hier finden. Tja. Boah. Echt, echt übel. Wie soll man sowas ausschalten, beziehungsweise gegen das gibt es ja keine Verteidigungswaffe eigentlich. Na gut, dann gehen wir mal hier rein, hätte ich gesagt. Das ist fürs nächste Teil. Und hier, da kommen wir ja zum nächsten Gebiet quasi. Ah ja, gut. Aber erstmal machen wir das nächste Teil. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir die eine Heldenquest hier noch machen, die hier ist. Ah, vielleicht für die Quest noch weiter nach Süden, dass wir weiter auf dieser Karte bleiben. Nein, ich will jetzt nicht gegen Rakule kämpfen. Ah, Menschenskinder. Ja, so, jetzt mal hier rein. Oh. Können wir hier eigentlich auch irgendwo... Ist hier auch irgendwo ein Ausbilder? Na, hier jedenfalls nicht.
wobei wir können hier noch ein oder zwei Sachen lernen, glaube ich. Eine Sache, glaube ich, war es. Oh. Die muss ein Vermögen gekostet haben. Die Statuen sind aus echtem Aurodium. Kein Wunder, dass das Imperium darauf scharf ist. Ja, das ist schon ein ganz schöner Haller. Ja, das ist Soldat. Da wollen wir jetzt nicht rein. Können wir ja auch gar nicht. Wir müssen hier weitergehen. Immer höher und höher und höher. Ist denn gerade ein... Ja, tatsächlich, hier können wir uns rein teleportieren. Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Sehr, sehr gut zu wissen. So. Ach genau, in Cantina wollte ich ja auch noch kurz gehen. So, aber jetzt erstmal hier. General Kashem. Ihr riecht nach Schweiß und Paradium. Der Geruch harter Arbeit. Alam Goku Inu Nebaknam Kara. Ihr werdet sie instruieren, General. Ich bin Duke Charles Organa, Lord des Hauses Organa und Erbe des Chalcedon-Sterns. Ich heiße euch willkommen. Duke, ich freue mich, euch zu treffen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Dank euch können die Mitglieder des Hauses Organa wieder besser schlafen. Umnuk inumemnu, amka kam mem perolak palak, memgam gambinia geguan, amner nahanak. Die meisten Leute haben die Hoffnung auf Frieden verloren. Dann ist es unsere Pflicht, das zu ändern. Manuk Maraganaja, ki namabam, yak manana. Wenn Tul uns besiegt, werden die anderen Häuser fallen. Und Tul wird dem Imperium helfen, die ganze Galaxis mit Dunkelheit zu überziehen. Ich weiß, dass ihr aus anderen Gründen nach Alderaan kamt. Aber ich brauche dringend fähige und mutige Leute, um diese Bedrohung zu bekämpfen. Bitte helft uns. Natürlich machen wir das. Ich sehe, ihr kämpft für eine gute Sache. Ich werde helfen. Ihr werdet das Haus Organa stolz machen. Dessen bin ich mir sicher. Die Tul-Armee wird von Baron Jarkus Tul angeführt. Einem der Erben des Hauses und sein bester Duellant. Sie nennen ihn den Wolf-Baron. Er ist hinter den Organa-Speeren her. Er will unsere eigenen Waffen gegen uns einsetzen. Die Organa-Speere? Was sind das für Speere? Die Speere sind uralte Verteidigungsgeschütze, die in den Felsboden gebaut wurden. Sie sind nicht mit modernen Waffen vergleichbar, aber immer noch stärker als jeder Kampfläufer. Vielleicht. Aber Tula wartet keinen Jedi. Ihr müsst die Geschütze unbedingt zurückerobern, bevor sie uns alle vernichten. Ich denke, das können wir machen. So, dann sind wir hier, glaube ich, erstmal fertig. Müssen wir mal schauen. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob wir es überleben, aber ich glaube, ich probiere mal da runter zu springen. Einfach um... Boah, das war knapp. Einfach um ein wenig schneller unten zu sein. Weil der Weg war doch schon relativ lang und weit. Okay, jetzt schauen wir noch mal. Cantina wollte ich noch mal. Ah, guck mal. Da ist es ja. Diese drei Sachen. Gut. Das ist das, was ich gemeint habe. Vielleicht müssen wir noch weiter nach Süden gehen. Und wenn wir hier weiter nach Süden sind, können wir auch gleich diese Heldenquest hier noch mitmachen. Das passt ja wunderbar.
Aber erst einmal will ich noch ganz kurz in die Kantina gehen. Da muss ich wahrscheinlich ein Schnellreisedings freischalten. Ansonsten keine Ahnung, ob es da was Gescheites gibt. Hoch oder runter? Ich hätte wahrscheinlich oben bleiben sollen. Ja. Oder runter? Nee, hier. Ah, wir müssen es nicht mal freischalten. Schmugglerausbilder. Es gibt Ausbilder hier. Nur anscheinend keine für uns. Naja, gut. Dann gehen wir halt wieder. Und versuchen, diese Organa-Sperre zurückzuerobern. Oh, dankeschön. Militärausrüstung. So, dann müssen wir nach Süden, hätte ich gesagt. Dann schauen wir tatsächlich mal nach der Heldenquest und nach den Organa-Sperren. Dann schauen wir mal, wo uns die Quest weiterführt, ob wir wieder zurück müssen. Ob wir wieder zurück müssen oder ob es dann einfach da weitergeht. Hier ist auf jeden Fall, naja, nicht hier, aber rechts von uns. Wir müssen auch da hoch, wie es aussieht, Mist. Da wäre auf jeden Fall nochmal ein Schnellreisepunkt und ein Taxistand, mit dem wir später wahrscheinlich auch noch weiterfahren müssen. Beziehungsweise, wo es wahrscheinlich sinnvoll wäre, weiter zu fliegen. So, aber wir bleiben erstmal hier. Und wenn wir da weiter geradeaus runterfahren, kommen wir gleich zum den ersten Punkt, wo wir hin müssen. Da müssen wir wahrscheinlich... Ja, ich schätze mal... Wir müssen die hier... Genau. Erledigen. Damit die Geschütze... Okay. Das sollte, denke ich mal, nicht so lange dauern. Oh, hat Kira schon weiter? Meine Ergebnisse waren nicht ja, Kira hat schon ein bisschen weiter gemacht. Kulturartefakt. Ja, das passt schon. Kann man später ganz gut gebrauchen. Jetzt leider noch nicht. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. So, das hier ist erledigt. Komm ich da? Doch, ich komme da hoch. So, wo ist denn das nächste Teil? Hier und hier. Mhm.
die Gegend da unten, erinnere ich mich. Aber die scheinen jetzt nicht mehr drin zu sein. Das scheint so eine normale Quest zu sein, die mittlerweile rausgenommen worden ist. Also nicht rausgenommen, aber deaktiviert quasi. So. Erster Teil. So, und jetzt nehmen wir den noch und dann sollte auch dieses erledigt sein. Gut. Ja, da geht's weiter ins nächste Gebiet. Da bleiben wir aber erst noch hier. Dann hätte ich gesagt, erobern wir das nächste Teil. Das war da oben anscheinend. Und dann gehen wir noch in die Heldenquest rein und gut ist. Dann müssen wir wahrscheinlich auch zum nächsten Teil hochgehen. So. Oder wir müssen auch wieder zurück. Das könnte natürlich auch sein. Fallen gerade wie die Fliegen hier. Die halten wirklich nicht viel aus. Eure Verstärkung nützt euch aber auch nicht mehr viel. Und wir müssen tatsächlich zurück. Okay, dann gehen wir halt zurück. Schloss Organa. Hätte ich es nicht gedacht. Aber, ja, ist gut. Dann fahren wir nachher mit dem Taxi. Halt mal, oh nee, was mache ich dann für einen Scheiß? Jetzt habe ich die ganze diese Heldenquest vergessen. Oh, ich Idiot. Ja, gut. Reden wir erstmal jetzt mit ihm. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Die Organa-Speere sind wieder in unseren Händen. Mein Großvater wäre stolz. Ich werde meine Truppen nicht im Stich lassen, General. Denkt nicht einmal daran. Ihr habt meinen persönlichen Dank, Jedi. Wir werden heute Abend feiern und uns auf die nächste Schlacht vorbereiten. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu speisen. Gut. Wir werden essen und trinken und Pläne schmieden. Wir werden dem Planeten zeigen, dass noch Hoffnung besteht. Mein Lord, ihr habt eine Nachricht auf eurem Sicherheitskanal. Danke, Harry. Stellt sie durch, General. Es ist lange her, Duke. Wer sind eure Freunde? Das hat euch nicht zu interessieren. Wenn Sie mit dem Wolfbaron vom Haus Thule sprechen möchten, können Sie es selbst tun. Ihr habt befohlen, das Land zu bombardieren und die Geschütze einzunehmen. Ja, so ist es. Ihr habt vielleicht die Organa-Speere zurückerobert. Aber das war Teil meines Plans. Eure Leute wurden auseinandergetrieben und liefen mir direkt in die Hände. Was wollt ihr damit sagen, Baron? Ich will damit sagen, dass das Haus Thule 300 Organa-Bürger gefangen genommen hat. Ich dachte, das würde euch vielleicht interessieren. Stellt eure Forderungen. Wir hören zu.
Ich verlange ein persönliches Treffen, bei dem das Schicksal der Gefangenen vernünftig besprochen wird. Ich übermittle euch gerade Ort und Zeit des Treffens. Bis dahin werden eure Leute gut behandelt. Der Unfall mit eurem Schwiegersohn wird sich nicht wiederholen. Und bei Schwiegersohn? Ich bin kein Narr, aber ein Herrscher, der sein Volk nicht beschützen kann, ist kein Herrscher. Ich muss gehen. Ich habe keine Angst vor dem Wolf-Baron. Erlaubt mir, die Angelegenheit zu regeln. Ihr seid die einzige Hoffnung für Organa. Aber ihr werdet nicht alleine gehen. Ihr werdet vorausgehen und ich folge euch. Schaltet das Gesindel des Wolf-Barons aus, seine Attentäter. Er will ein Treffen? Dann wird es ein Treffen auf Augenhöhe sein. Also ich finde, er sollte eigentlich eher hier bleiben. Ich kann allein gehen. Ihr seid im Anwesen besser aufgehoben. Nein. Wenn der Wolf-Baron glaubt, dass ich nicht mitkomme, wird er die Geiseln töten und sich zurückziehen. Danke, General. Und ihr seid von nun an ein Paladin des Hauses Organa. Mein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ich verneige mich vor eurem Heldenmut und vertraue eurem Wort. Ebnet den Weg, meine Freundin, und lasst uns dem Bösen ins Auge blicken. Ich glaube immer noch, dass das ziemlich, schief gehen wird, aber gut. Dann los, Partner. Vor uns liegt noch jede Menge Arbeit. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, wir müssen sowieso darunter wieder. Ja, okay. Dann geht die Sache ja. Dann läuft es doch ein bisschen. Ja, ich dachte, jetzt müssen wir ins nächste Gebiet rein, aber das müssen wir gar nicht. Von daher Glück gehabt. Dann können wir diese Heldenquest doch noch machen. Oh, wir haben es diesmal besser überlebt als vorher. Man muss nur ein bisschen Anlauf nehmen, wie es aussieht. Dann geht die Sache. So, weiter geht's. Was machen wir als erstes? Heldenquest? Oder lieber diese Storyquest weiter? Eine gute Frage. Wahrscheinlich erstmal die... Die Hauptquest. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Hauptquest weiter. Und dann schauen wir mal, wie es mit der Heldenquest aussieht. Ob wir die noch hinkriegen. Anbieten würde es sich jedenfalls, das zu machen, weil, naja, wir sind gerade in der Gegend. Und wie viel gibt's dafür? Wie heißt die Heldenquest? Das ist die Beweise für den Verrat. Oh, 15.000. Ja, so viel ist das gar nicht. Sind die anderen genauso? Ja, 15.000. Ich hätte jetzt gedacht, auf Tatooine wären die Belohnungen höher gewesen, aber vielleicht irre ich mich da auch gerade. Dass ich das einfach falsch in Erinnerung habe. So, jetzt müssen wir doch hier runter. Habe ich doch irgendwie noch richtig gewusst, dass da unten was ist. So, da rein. Das ist auf jeden Fall eine Falle. Jetzt schauen wir mal. Es wird nicht gut ausgehen. So, sehr schön. Jetzt können wir mal reden. Beeindruckend. Die Möglichkeit, einen Jedi bei der Arbeit zu sehen. Tja, dann war dieser ganze Krieg ja doch zu etwas Nütze. Ich bin Baron Jarkus Tull, besser bekannt als der Wolf-Baron. Ist der Duke auf dem Weg oder hat der alte Mann euch an seiner Stelle geschickt? Ihr sagtet, ihr hättet 300 gefangene Organas. In der Tat. Lasst sie mich euch zeigen. Ich bin Brand Son.
Ich bin in 8. Generation ein Untertan des Hauses Organa. Meine Familie wurde zusammen mit vielen anderen vom Haus Thule gefangen genommen. Sie behandeln uns gut. Baron, was habt ihr mit meinen Leuten gemacht? Haltet euren Duke besser zurück. Die Gefangenen sind in einer heiklen Lage. Ich sage es euch nur einmal. Lasst die Gefangenen gehen. Sofort. Ich habe 384 Gefangene. Ich bin bereit zu verhandeln. Ich werde es tun, Baron. Das Haus Organa wird nicht ohne mich fallen. Ha! Nein. Ich will eure Freundin. Sie wird meine Gefangene im Austausch gegen die Geisel. Was wollt ihr mit mir? Ihr seid für das Haus Organa nützlicher als der Duke. Wenn ich euch vor dem nächsten Kampf unschädlich machen kann, warum nicht? Ihr könnt euch in unseren Gefängnissen entspannen, bis die Republik euch auslöst. Oder ihr könnt 300 Tote auf dem Gewissen haben. Ich würde sagen, da haben wir keine große Wahl. Ich liefere mich euch aus. Lasst die Geiseln gehen. Man wird sich an euch erinnern. Das verspreche ich euch. Setzt Gas ein. Sie muss außer Gefecht bleiben, bis der Transport bereit ist. Die nächsten Stunden haben wir Ruhe. Wir sind sicher. Was ist das? Am Eingang. Angriff! Zerstört die Thule-Eindringlinge und befreit die Gefangene! Ah, nett. Da mischen wir doch gleich mal mit. Wie blöd, dass der uns unsere Waffen gelassen hat. Das wäre das Erste gewesen, was ich bei einem Jedi mache, die Waffen wegstecken. Naja, nicht nur bei Jedi, allgemein bei allen. Naja, egal. Ihr Wunsch ist Ihr Befehl. Die Angelegenheit ist zu gut. Seid ihr verletzt? Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten, als wir gehört haben, was geschehen ist. Ich wurde betäubt, aber Sie haben mich nicht verletzt. Wir... Der Wolfbaron hat uns freigelassen, als ihr euch ausgeliefert habt. Es war unsere oberste Pflicht, euch zu retten. Aber die Thule-Armee rückt wieder vor. Wir brauchen eure Hilfe. General! Was hat das Haus Thule jetzt vor? Oh! Wir sind es gewohnt, gegen Blaster zu kämpfen, nicht gegen die Macht. Kein Wunder, wollten sie mich außer Gefecht setzen. Ihr habt mein Ehrenwort. Die Sith werden die Organa-Länderei nicht erreichen. Geht! Rettet unser Haus, wie ihr auch uns gerettet habt. Aber gerne doch. Besiege die Sith Kriegsschüler. Ach, das ist auch noch hier. In dieser Gegend. Okay, dann besiegen wir mal die Sith Kriegsschüler. Sofern ich denn welche finde. Da. Nee, das ist keiner. Wo sollen die sein? Ah. Überall verstreut hier. Ja, ich glaube, mich zu erinnern. Da haben wir einen. Dass die relativ schwierig zu finden waren. So, der erste. Da ist auch noch mal einer. Auch den wollen wir doch gleich mal erledigen. Gut, der zweite.
Jetzt müssen wir nur noch den dritten finden. Kyros-Soldat. Ich glaube, irgendwo im Süden war noch einer. Falls ich mich recht erinnere. Moment. Ne, das ist ein Soldat. Da. So. Jetzt sollen wir wieder zurückkehren, aber diesmal machen wir das nicht. Ich fahre nochmal ganz kurz nach Süden. Können wir hier die Gegend nicht aufdecken? Jetzt. Gut. Wenn wir schon da sind, dann kann man das auch aufdecken. Aber jetzt fahren wir mal zu diesem anderen Gebiet. Beweis an. Welches war's? Beweis für den Verrat. Finde den abgestürzten Suchdruiden. Den machen wir doch gleich noch. Und dann teleportieren wir uns wieder zurück in den Palast. Oh, da ist auch noch was. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ein Wissensobjekt. Ja, da haben wir schon lange keine mehr gefunden gehabt. Können wir mit dem Kleider auch was machen? Nee, geht nicht. Ich dachte, das sah gerade so aus, als ob man da was machen könnte. Hab mich aber da anscheinend getäuscht. So, dann mal auf ins Heldengebet. Und bevor wir da reingehen, das übliche. So. Kann man da nicht auch noch was aufdecken? Keine Ahnung. Anscheinend doch nicht. Egal. So, Heldengebet. Hier ist es. Was passiert, wenn wir das jetzt machen? Bergungsteam unterwegs. War's das schon? Nein, ich dachte doch gerade. Das wäre ja so einfach gewesen. Ganz noch ganz gerne geheilt. Boah, aber ich könnte ja mal so ein Medikit nehmen. Und das dürfte wahrscheinlich der letzte sein. Den Fertigungsschiff. Wir werden die Überreste unter die Lupe nehmen und versuchen, mehr von den Plänen des Imperiums zu erfahren. Ihr habt dem Haus Organa einen großen Dienst erwiesen. Danke. Haben wir doch gerne gemacht. Wir schauen gleich mal, was wir bekommen haben. Aber erst einmal gehen wir in Sicherheit.
dann nochmal kurz heilen. Und hier schauen wir jetzt mal, was waren das alles? Das ist das, was wir brauchen. Das ist was. Wie sieht das aus? Naja, nicht so richtig. Pferdengeschenk. Oh, imperiale Erinnerungsstück. Aber warum hat es nur mittleren Einflussgewinn bei Kira? Das nenne ich mal ein Geschenk. Waffe. Das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Oh. Das ist schön. Mit denen wollen wir das Kampferprobtes. Dann wollen wir das da austauschen. So. Das ist immer noch besser. Hä? Habe ich das gerade irgendwie falsch gesehen? Naja, aber jetzt so passt die Sache auf jeden Fall. Das kann auch verkauft werden. Alles klar, dann nicht zu mir rein. Zu den, zu Algana. Kommt herein, Jedi, und tretet vor mich. General Kashyym hat mir berichtet, dass die Sith besiegt wurden. Die Tul-Armee ist zerstreut. Unsere Truppen halten den Feind an der Küste in Schach. Alleine dafür werden eure Namen in den Annalen des Hauses Organa verewigt. Was für ein Sieg! Die Schlacht ist vorbei? Es gibt keine zweite Angriffswelle? Bringt den Gefangenen herein! Den Gefangenen? Oh! Ich werde nicht flehen. Meine Verbündeten werden schon bald kommen. Ihr habt euer Leben riskiert, um ein Volk vor dem Verrat dieses Mannes zu retten. Ich lege sein Schicksal in eure Hände. Wie unerwartet. Ich würde sagen, wir behandeln ihn gut. Er hätte mich töten können, aber er hat es nicht getan. Sorgt dafür, dass ihm nichts geschieht. Ich bin froh, dass es auf diesem Planeten noch Ehre gibt. Eine weise Wahl. Führt ihn ab! Manalangyan Perlo. Amka Kalami, Nayakira Lebua. Meine Freundin, ich bitte euch, auf diesem Planeten im Namen des Hauses Organa zu handeln. Werdet ihr für unsere Sache kämpfen? Eigentlich muss ein Jedi unbefangen sein. Ich würde sagen, wir nehmen das auch. Wir sind ja ziemlich Jedi-technisch unterwegs. Ich kann mich nicht fest an euch binden. Doch solange eure Sache eine gute ist, werde ich auf eurer Seite stehen. Ich bin euch erneut sehr dankbar. Ihr werdet hier immer willkommen sein. Und der Tag wird kommen, an dem auf Alderaan wieder Frieden herrscht. Bis dahin lasst uns feiern, tanzen und hoffen, dass wir irgendwann eine schönere Zeit erleben. Das war's schon? Wir sind Paladin von Haus Organa. Und das war's schon mit der Planetengeschichte. Das ist ja mal krass. Die ging aber extrem schnell rum. Sehr, sehr ungewöhnlich. Naja gut, dann gehen wir auf jeden Fall mal ins nächste Gebiet, weil unsere Story-Quest geht auf jeden Fall dann noch weiter. Oh, und genau, wir sind ja Stufe 40 geworden. Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Allgemein, da gibt's nichts Neues. Ja, da gibt's auch nichts Neues. Das hatten wir ja schon, das haben wir noch nicht geholt. Und da dürft's auch nichts Neues geben, oder? Nee, erst ab 42. Das heißt 41. Ah nee, halt mal. Stufe gewährt bei 40. Doch, wir haben was Neues gekriegt. Deine Brandeffekte haben bei Schadenswirkung eine Chance von 20%
einen Fokus zu generieren. Dieser Effekt kann nur einmal pro Sekunde auftreten. Ja, auch nicht schlecht, um ein bisschen Dings zu bekommen. Mehr Fokus. Weil die Brandeffekte, die wirken ja alle Sekunde aus. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ja, wir haben hier tatsächlich nichts mehr. Na gut, dann auf erstmal zum Taxi. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja im nächsten Gebiet noch eine weitere Story-Quest. Willkommen. Bitte wählen Sie eine. Weil wir haben hier eigentlich noch viel, wo wir hinfliegen müssen, könnten. Da in dieses Gebiet gibt es 3 Helden-Quests. Hier gibt es auf jeden Fall die Hauptquest. Sonderlieferung. Das ist alles Sonderlieferung, okay. Ach ja. Ist der Planet tatsächlich nicht so groß wie Tatooine zum Beispiel oder andere Planeten? Ich meine, klar, wenn wir die andere Quest noch angenommen haben oder besser angezeigt werden und hätten wir sie gemacht, dann hätten wir natürlich noch viel, viel länger hier verbracht. Aber es wundert mich trotzdem, dass es so, so kurz war, diese ganze Planeten, die wichtige Planetenquest quasi. Aha. Ja, geht's doch weiter. Hier gibt's was. So viel also da dazu. Hier sind wir. Handlungsbogen Alderaan. Kann das okay. Noch warten, N0? Ich habe noch 7 Bioscans zu erledigen. Die Patrouillen berichten von einem 50-prozentigen Anstieg der Blasterstörungen. In Ordnung, arrangiere ein Treffen mit dem Oberfeldwebel. Und verdammt, du sollst mir doch sagen, wenn wir Gäste haben. Bestätigt. Ich bin Forschungskommandantin Kaikana Harrod, regionale Leiterin dieses Stützpunktes des Hauses Organa. Und ich bin froh, euch zu sehen. Forschungskommandantin, wie geht es dem Haus Organa? Ihr habt nicht die geringste Ahnung. Ich habe euren Einsatzbericht über den Wolfbaron und das Haus Thule gelesen. Ich hatte gehofft, dass ihr uns auch hier helfen könntet. Dieses Gebiet diente einst als Sammelpunkt für Angriffe auf das Haus Ulgo. Das Haus, dessen General sich selbst zum König von Alderaan ernannt hat. Ulgo hat uns alle ausgetrickst. Wie wurdet ihr ausgetrickst? Auf Alderaan gibt es eine einheimische Spezies, die Killix. Halbintelligente Insekten mit einem kollektiven Bewusstsein. Das Haus Ulgo hat sie gegen uns aufgewiegelt. Die Käfer schwärmen aus, zerstören unsere Kampfläufer, ganze Bataillone. Und, ja, warum? Wie hat er sie aufgewiegelt? Kontrolliert Ulgo die Käfer auf irgendeine Art? Genau das würde ich zu gern wissen. Ich wurde zur Forschungskommandantin ernannt, um den Schwachpunkt der Killix zu finden. Aber ich brauche jemanden, der ins Feindgebiet vordringt. Wenn ihr ein lebendes Exemplar fangen könnt, kann ich vielleicht herausfinden, wie Ulgo das Nest zum Angriff veranlasst und das alles hier beenden. Okay, hört sich doch gut an. Erzählt mir von eurem Plan. Killix können Gefangene in ihr kollektives Bewusstsein aufnehmen. Die Opfer nennen sich Verbundene. Ihr müsst ins Killix-Gebiet eindringen, einen Verbundenen überwältigen und ihn zum Verhör herbringen. Dieses Beruhigungsmittel wird ihn gefügig machen. Mal angenommen, ich kann so einen Verbundenen fangen. War es das dann? Wir verlieren diesen Kampf. Wenn wir das Killig-Problem nicht schnell in den Griff bekommen, werden wir hier überrannt. Ihr seid unsere größte Hoffnung. Und eine zweite Chance werden wir nicht bekommen. Nun gut. Okay, was haben wir da? Waffe. So, dann haben wir sogar noch eine ganz normale Quest, ausnahmsweise mal. Den nehmen wir auch mal mit an. Jedi, ihr seid gekommen. Den Gründern sei Dank. Es ist einfach barbarisch. Ich bin Alec Teral, vom Haus Teral. Wir haben nicht weit von hier eine Enklave, friedlich und abgelegen. Ein Ort des Studiums. Dann haben die Killix uns gefunden. Sie krochen durch Türen, Fenster und Wände. Die Enklave wurde völlig zerstört. Ich wusste gar nicht, dass die Killix es auf Adelshäuser abgesehen haben.
Die plündern, wo sie können. Ekelhaftes Ungeziefer, das sich die Unruhen auf Alderaan zunutze macht. Wir hatten nur ein paar Insektizidminen da, aber es gab keine Warnung und wir hatten keine Zeit, sie einzusetzen. Brin, unser Gärtner, versuchte trotzdem, sie abzulenken. Die Killix haben nicht viel von ihm übrig gelassen. Es ist nicht richtig, dass jemand so leiden muss. Sie haben ihn mit ihren Klauen zerrissen und seine Eingeweide verschlungen. Einen Moment bitte. Wir können das Haus Teral nicht einfach im Stich lassen. Wir müssen retten, was wir können, bevor die Killix sich darauf stürzen. Oder das Imperium. Aber wir sind keine Soldaten. Diese Insektizidminen sind unsere einzige Waffe. Aber sie liegen immer noch in der Enklave bei diesen Krabbelviechern. Auf mein Wort. Es wird geschehen. Die Insektizidminen sollten sich leicht aktivieren lassen. Wenn das geschieht, haben wir eine Chance. Seht euch vor. Diese Viecher wissen gar nicht, was es heißt, sich zu ergeben. Alles klar. Ja, hier in dieser Gebiet haben wir doch ziemlich viele Killix-Sachen. Wo müssen wir denn Alpahal hin? Da unten haben wir die Quest, die Sonderlieferung. Da haben wir durchsucht das Militär-Dings. Hier haben wir die Schwäche und Betäuber ein Verbund-Dingsbums. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier haben wir hol die Insektoid-Minen. Gut, da haben wir das nächste Mal was wieder zu tun. Mal schauen, was wir als erstes machen. Ob wir die Hauptquest machen, dann hier rüber und dann da gehen. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. So, das ist auf jeden Fall alles das hier. Und dann haben wir noch hier unten was. Das ist Heldenquest. Heldenquest, Heldenquest. Sind alle hier relativ in der Nähe. Das wird sich richtig lohnen, diese ganzen Heldenquests zu machen, wenn sie so nah sind. Die kann man wahrscheinlich mit einmal abschließen dann. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Weil wir haben hier eigentlich noch sehr viele Gebiete, wo wir hin könnten. Wobei ich gar nicht sicher bin. Ich glaube, hier ist auch das Imperium in irgendein Gebiet hier. Ah, ich bin nicht ganz sicher, ob das auf dieser Karte auch drauf ist oder ob das eine spezielle eigene Karte hat. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Machen wir erstmal hier weiter. Beim nächsten Mal dann. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.